Also mein Name ist Daniel Gelder von der Firma Metalio aus München. Wir zeigen hier Augmented Reality. Augmented Reality ist eine neue Technologie, der eine oder andere kennt es vielleicht aus dem aktuellen IKEA-Katalog. Da ist nämlich Augmented Reality drin. Und zwar kann man mit Augmented Reality Print interaktiv erweitern. Das heißt, ich kann mein Smartphone nehmen und kann mir hier über die IKEA-App Augmented Reality-Inhalte holen, indem ich mit dem Smartphone diese Seite scanne. Und das alleine ist schon ganz spannend, was aber wirklich interessant ist, ist, wie kann man das jetzt machen? Wie kann man also Augmented Reality selber in sein eigenes Buch und in sein eigenes Magazin bekommen? Und dafür haben wir hier eine Software entwickelt, den Metalio Creator. Den sehen wir hier auf dem Bildschirm. Und zwar kann ich da in drei einfachen Schritten selber Augmented Reality erstellen. Dafür muss ich im ersten Schritt, das ist jetzt hier schon dargestellt, ein Foto oder ein PDF, ein Bild in die Software laden. Zum Beispiel diese Like-Anzeige hier, das ist einfach ein Bild, was ich in die Anwendung ziehe über Drag and Drop. Und im nächsten Schritt, ich zeige das mal, kann ich jetzt hier oben rechts, habe ich verschiedene interaktive Elemente, die ich mit dieser Printseite verknüpfen kann. Beispielsweise ein Video. Das heißt, ich möchte, dass später der Anwender, wenn er diese Seite sieht, ein Video dargestellt bekommt. Dafür gehe ich hier einfach auf dieses Video. Und jetzt habe ich hier ein Videoelement, was ich auf der Seite positionieren kann. Ich kann mir das auch in 2D oder 3D anschauen, wenn ich möchte. Und damit habe ich jetzt ein Video, also einen digitalen Inhalt mit dieser Printseite verknüpft. Und im dritten Schritt gehe ich dann einfach hier auf Publishen. Und wenn ich auf den Knopf drücke, dann wird das auf den Server hochgeladen und dann kann ich sofort mit meinem Telefon hergehen und mit der Viewer-App diesen Inhalt abrufen, indem ich diese Printseite filme. Genau, es ist Augmented Reality und insbesondere, wie man das erstellt. Das Beispiel, was wir jetzt hier sehen, ist von Lego. Und zwar ist es zum 50-jährigen Jubiläum von Lego, sind das Poster, die gedruckt wurden in Norwegen. Und man kann jetzt hier mit einer Smartphone-App Jonayo dieses Poster scannen und an verschiedenen Stellen kann ich unterschiedliche Inhalte entdecken. Zum Beispiel hier drüben ein Haus, hier im See irgendwo müsste ein Pirat versteckt sein, da haben wir ihn. Und vielleicht finde ich hier noch das, genau, das Krokodil. Genau, also hier in dem Fall haben wir Poster erweitert. Was man hier auch auf der Buchmesse finden kann, ist von Ravensburger gibt es Augmented Reality Puzzle. Die kann man sich im Internet kaufen und dann kann ich im Prinzip ähnlich wie hier mein Puzzle aufbauen und kann dann mit dem Smartphone auf dem Puzzle verschiedene Quizaufgaben lösen. Zum Beispiel gibt es ein Puzzle über eine Landkarte, da muss ich verschiedene Orte oder Flüsse den Kontinenten zuordnen.